Mein Name ist Dieter Jarosch, ich bin 22 Jahre alt, komme aus Henningsdorf bei Berlin und vertrete Deutschland im Skill 18 Elektroinstallation. Dort geht es darum, Gebäudesysteme zu installieren, das heißt Lichtstromkreise, Steckdosen, Schalter. Außerdem findet dort Gebäudeautomatisierung statt und ich muss dort KNX-Bussysteme programmieren. Besonders fit bin ich momentan in der Programmierung, das habe ich bereits intensiv geübt mit meinem Experten. Was zeichnet ihn aus? Die Möglichkeit oder die Gabe, sich so ganz reinzuarbeiten in die Aufgabe und dann auch entsprechend das Ganze durchzuziehen und der Wille auch vorne zu sein. Die Installation, die beherrscht er, aber jetzt müssen wir noch, damit wir besser sind als alle anderen und schneller die Aufgabe gelöst haben, wirklich auf Tempo machen, dass das sehr schnell funktioniert. So eine WM-Teilnahme ist immer was ganz Besonderes und ich würde sagen, man wächst mit seinen Aufgaben, man lernt dort neue Leute kennen, man sucht internationale Herausforderungen, guckt, wie andere arbeiten, vielleicht schließt man auch Freundschaften mit dem einen oder anderen.